das war aber Aufschluss. Reich. Ihr wisst, was ich meine. Schreibfeder. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Skyrim Special Edition. Es geht weiter. Wir müssen jetzt nach Flusswald schon wieder, weil dort der Dieb des Hornes sein soll. Wir wissen, wer das ist, aber für die, die es nicht wissen, lasst euch überraschen. So. Oh, was ist das denn für ein Bogen? Die Fertigkeit Schießkunst verbessert deinen Umgang mit Pfeil und Bogen. Je besser die Fertigkeit, umso tödlicher sind deine Schüsse. Was ist das für ein Bogen? Ich glaube, ich kenne ihn noch gar nicht. Guck mal. Der sieht sehr vampiristisch aus oder dädaristisch. Oh, guck mal, ist das hübsch hier, oder? Oh, guck mal, hier, Blumen. Sehr gut. Na, 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 na. Ach, wir können auch rennen. Das ist auch gut. Was ist denn hier los? Wartet also eine Verkleidung? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, oh, kann ich den abknallen? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, die kommen jetzt alle gerade vom Saufen. Dann sind sie ganz stumm. Und schon haben wir eine Frostbissspinne. Todner. Wow, ich hab ihn! Glauben, dass euer Hund eine Frostbissspinne hat. Oh, Aldemar, der Scharfschütze. Woo. Beim zweiten Versuch. Oh, guck mal, hier ist sogar ein Hühnernest. So, oh, guck mal. Mein Gott, diese Texturen. Ein Falke. Oh, drei Falkenfedern. Und ein Falkenschnabel. Guck mal, die hätten auch schöner werden machen können. Schöner gemacht werden können, so das meine ich. So, okay, alles klar. Wir gehen in die Taverne. Da müssen wir rein. Oh, Disteln. Distel. Haben wir auch noch nicht oft gesammelt, oder? Doch, wahrscheinlich schon. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt. Und hackt Holz. Ihr seid neu hier. Bestimmt nicht. Nein, ich bin nicht neu. Ich war hier schon ein paar Mal. Ah, diese Musik ist sie nicht. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke. Ich wollte gerade sagen, das. Bist aber ein kleiner Mann. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Komm in meinen Van. Dann bin ich nicht mehr in Ordnung. Nein, Quatsch. Kind, sei mal mehr unvertrauenswürdig. Und habt ihr herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte das Dachzimmer mieten. Stimmt, das soll ich ja tun. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Okay. Auf der linken Seite. Und, oh, was ist das denn? Leer, leer, hier ist nichts. Okay, alles klar. Dann, gute Nacht. Schlafen. Hä? Du warst, du bist gut ausgeruht. Ach so, ich soll bis Mitternacht schlafen oder so wahrscheinlich. Wie viel Uhr haben wir denn? Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Oh, danke. Wir müssen reden. Folgt mir. Sprich mit Delfine. Okay, los geht's. Fendal, du bist immer am Weg. Fendal. Oh, meine Güte. Ah, geht doch. Los, geh, Delfine. Ja! Du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ja, dann hör doch einfach auf zu reden. Nein, Fender, du kommst nicht mit. Wir bleiben jetzt ungestört hier. Nun können wir reden. Oh, ich will auch so einen Schrank haben, ganz vergessen. Ist schon ziemlich cool. Ah, guck mal hier. Der Niedergang. Oh, hab ich noch nicht gelesen, aber bringt leider nichts. Oh, haben wir da... Oh, ich kann jetzt alles mitnehmen. Wie geil ist das denn? Oh, Salz brauchen wir auf jeden Fall. Oh, guck mal, das Bett hier. Oh, ich kann die Truhe auch öffnen. Bärenpelz, scheiße, den bräuchte ich jetzt. Oh, guck mal. Muss aufpassen, manche Sachen... Nur herumgelegen? Gutes ja. Frühstück. Es liegt hier einfach rum. Ist das toll. Okay, gehen wir nach unten. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Ja, sie hat mir das Horn doch auch gegeben, meine Güte. Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind.
Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Spricht weiter, ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Oh. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Das stimmt. Touché. Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Naja, schon irgendwie. Ich habe sowieso einen Teil der Macht der Drachen. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ich habe das erfahren. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ja, und was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Ich meine, ich lebe in einer Welt voller krasser Sachen. Warum sollte es das nicht geben? Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay. Wisst ihr, wie verrückt das ist? Blablabla, das hat man schon. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert. Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künesheim ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Okay, und wo soll's hingehen? Künesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay, lass uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Dann lesen wir ein bisschen das Buch vom Drachenblut. Krass. Ach so. Ja. Im Ernst? Das war aber aufschlussreich. Ihr wisst, was ich meine. Schreibfeder. Oh, das ging aber schnell. Ist schon cool. Besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künesheim. Einfach nur Leder, ne? Ach, das ist leer. Hat die nicht normalerweise so eine Klingenrüstung an? Oh, hallo. Ich muss aufpassen. Manchmal kann dazwischen was sein, was ich... Eisgeisterzähne. Was ich nicht looten kann oder darf. Oh, Honigwaben. Honig. Oh, Pfeile. 20. Das ist gut. So. Komm mal her, Fendal. Du musst wieder was tragen. Oh, da ist noch mehr Geld. Bin immer noch da. Tauschen. Was soll ich nehmen? Alles. Wie immer. Da haben wir nichts. Nein. Geben.
Was soll ich nehmen? Ist okay. Das Inventar geht immer wieder zu. Ist das nervig? Ich glaube, ich muss das mit Tasten spielen. Passiert das noch? Oh, ich muss unbedingt hier zur Schmiede. Ist sie jetzt alleine vorgegangen? Ich glaube schon, ne? In diese Richtung. Ah. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Wir treffen uns dort. Bla 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 bla. So, dann, ich müsste eigentlich mal was verkaufen gehen. Also auf jeden Fall. Die Götter über eure Kämpfe. Oh, schreckt mich dich doch. Nicht so. Okay. Was fehlt mir denn? Orichalkum-Barren habe ich. Ne, ich habe Orichalkum-Erz, glaube ich. Wie mache ich denn Barren? Es gibt so einen Mod, der... Egal, nevermind. Sonstiges. Baumaterialien, Scharnier, Schloss, Eisenbeschläge. Wo kann ich denn Barren machen? Mache ich die hier? Gibt es nicht irgendwo so einen Schmelzofen? Ich glaube, es gibt eine Mod, die Schmelzofen platziert und so. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, die Dämmerwacht. Ich weiß, das ist die Burg. Viele haben das schon geschrieben in den Kommentaren. Ich weiß, dass das quasi das DLC ist. Ich soll nach Hochrotka bringen? Ach, das Horn wegbringen. Und dann finde den Drachenfriedhof. Wir gehen jetzt erstmal nach Weißlauf. Und verkaufen mal unseren Krempel. Damit Fendal nicht wieder alles Mögliche trägt. Wie ein Zweihandhammer zum Beispiel. Zum Bleistift. Durch seine zentrale Lage in Himmelsrand hat sich Weißlauf. Und so weiter. So, Fender, gib mir mal deinen Krempel, sobald wir hier sind. So, weiter rein, ihr bitte. Jemand, ich bin direkt hinter euch. Oh, halt. Kann ich da schon reingehen? Ich folge. Ja, geht. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? Alles. Ich versteh's nicht. Was soll ich nehmen? Ich glaube, ich muss einen normalen Pfeil hinzufügen, weil der Pfeil scheiße ist. Der Mauszeiger, meine ich. So, ist besser. Okay, Bekleidung. Weg. Gib mir die goldene Halskette. Die musst du nicht tragen, mein Sohn. Mein Sohn. Mehr hast du nicht? Okay. Geht hier voran. Ha! Die Kriegsjungfer. Dann verkaufen wir uns einen Prüll. Ich hoffe, der hat jetzt wieder Seht Kohle. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Natürlich. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ja. Willkommen in der Kriegsjungfer. Die besten Waffen und Rüstung. So. Alter Nordbogen. Verkaufen. Ja, weg. Kleidung. Sonstiges. Korundumbarren. Kein Orichalkum hier. Wolfspelz etc. behalten wir. So, jetzt haben wir jetzt mal die schweren Kacksachen verkauft. Dann müssen wir jetzt mal zum Händler, damit der die Halskette und so einen Scheiß nimmt. Und den Rest, den packen wir bei uns wieder in die Kiste. Seid gegrüßt, Leute. Habe ich eigentlich schon geguckt, ob Billetor oder wie der heißt, Bärenfelle hat? Seht euch um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Alles steht so. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ne. So. Sonstiges. Amethysten. Wofür sind nochmal zum Verzaubern oder so? Ich hab's vergessen. Na, verkaufen wir es erstmal. Egal. Drachenknochen kommen in die Truhe. Elchfell, Granatstein. Eigentlich habe ich die gerne behalten. Das ist nur Müll hier. So, Ziegenhorn behalten wir. Da! Ich fasse es nicht. Oh, etwas hiervon, etwas der davon. Da. Silberner Amethystring. Zutaten, Bücher, Essen, sonstiges. Ich glaube, das haben wir. Okay. Bitte kommt wieder. Ja. Bestimmt. Wir werden oft wiederkommen. So, dann bringen wir den Rest erstmal nach Hause. Ich muss jetzt nicht so viel verkaufen. Halt! Pfeile! Oh, hab ich jetzt vergessen. Hol mir jetzt unten bei der Schmiede nochmal. Hier unten. Und wieder rein und wieder raus. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Wir haben immer Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Guck mal, 87 Eisenpfeile. Bockischer Pfeil. Stahl.
Pfeile haben wir nicht. Dann nehmen wir erstmal die Eisenpfeile mit. Mhm. Auch ich Schalkum Barren. Ich guck mal gerade, ob wir das was? Bei uns in der Kiste haben. Lalalalalala. Unser schönes Heim. Trautes Heimglück allein. Bärenpelze. Orichalkum. Hab schon einiges geklaut. Ist hier nicht. Wir haben kein Orichalkum. Schade. Ich meine aber mal, es gefunden zu haben, oder? Naja. Horn des Jürgen Windrufers, das wollen wir erstmal behalten. Saphirklaue müssen wir behalten. Wir haben immer noch diesen einen Dungeon, da müssen wir jetzt mal reingehen. Wolfspelz, Wolfspelz, Ziegenfell, Horn. Immer noch 237. Das müssen wir behalten. Ach so, die ganzen Zaubertränke, oh ja. Essenz des Phantoms. Gift, 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 Gift. Magikarena, brauchen wir nicht. Das muss ich halt alles mal verkaufen. Ich glaube, ich mache mal zwischen den Folgen Folgen. Kennt ihr das? Erstmal alles rein. Das Heilung, Illusion. Gesundheit, Magika weg. Ausdauer weg, weg. Feuerresistenz weg. Wuttrank, Berserker, nein. Gesundheit, Sko-Oma. So, alles klar. Damit ich mal ein paar Folgen lang einfach meinen Krempel aussortiere und so, das wird wahrscheinlich immer schlimmer werden. So, dann gehen wir jetzt mal das Horn wegbringen zuallererst, damit wir das haben. Und dann gehen wir den Drachen töten. So. Und wenn ich den Drachen getötet habe, gehen wir die Saphirklaue benutzen. Oder wir benutzen die Saphirklaue, nachdem wir jetzt mit den Graubärten gesprochen haben, auf jeden Fall. Boah, muss ich denn immer hier draußen spawnen? Boah, immer noch leer. Hoch, Rotgar. Was haltet ihr davon? Wollt ihr das sehen, wenn ich mit den Händlern quatsche die ganze Zeit und Sachen aussortiere? Oder wollt ihr das nicht sehen, dass ich Sachen kaufe etc. und Co? Da oben ist er. Also bitte mal in die Kommentare knallen. Das wäre sehr nett von euch. Ach, da hoch. Guck mal, die habe ich alle noch nicht gelesen. Jetzt nehmen wir die erstmal nicht mit. Ich muss ja noch aussortieren. Habe ich schon wieder vergessen. Oh. Das sind einige. Hoffentlich komme ich niemals in so eine Bücherei oder so. Hervorragend. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Yeah. Gut, dass du das jetzt gemacht hast. Oh, da sind auch noch Bücher. Oh, scheiß drauf. Ah, nein, ich muss sie lesen. Oh, mein, da sind auch Bücher. Oh je. Es sind so viele. Ich muss die eigentlich alle aufsammeln. Ich darf die nicht liegen lassen. Ich wollte doch Bücher sammeln. Ah, okay. Ich soll reden. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittlicher Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über Da mit euch teilen. Danke. Empfange den Gruß der Graubärte. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lera!
Okay, ist es... Dovahkiin. Ah, endlich. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Hrothgar steht euch nun offen. Standen wir auch schon vorher. Woo, ich hab's geschafft. Meine Güte. Yeah, alles klar. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge Skyrim, Leute. Haut rein.